Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man ein Knusperhäuschen selber bastelt. Zunächst benötigen Sie 375 Gramm Mehl, 3 mittelgroße Eier, ca. 125 Gramm Zucker, 150 Gramm Honig, flüssig, 1,5 Teelöffel Kakao, 1 Teelöffel Backpulver oder ein Päckchen, 2 Teelöffel Lebkuchengewürz oder ein Päckchen, 500 Gramm Puderzucker und natürlich verschiedene Süßigkeiten zum Garnieren bzw. zum Dekorieren. Pappschablonen können Sie beliebig selber herstellen. Zunächst erhitzen Sie 2 Esslöffel Wasser in einem Topf, fügen Sie den Zucker hinzu, ebenso den flüssigen Honig. Erwärmen Sie die gesamte Masse so lange, bis sich der Zucker gelöst hat. Dies lassen Sie dann ca. 15 Minuten abkühlen. Nun trennen Sie 2 Eier und rühren Sie in einer Schüssel ein Ei und 2 Eigelb mit 2 Esslöffel Zucker zu einer cremigen Masse. Die abgekühlte Honigmasse rühren Sie vorsichtig mit unter. Nun mischen Sie Mehl, Kakao, Backpulver und Lebkuchengewürz zusammen und geben Sie die Backmischung in die Honigmasse hinein. Ihr Teig kann etwas fester oder auch einfach dickflüssiger werden. Stellen Sie den Teig erstmal für 30 Minuten kalt. Danach entweder rollen Sie den auf einem Backblech oder verteilen Sie die dickflüssige Masse auf einem Backblech und backen den Teig bei ca. 175 Grad 15 bis 20 Minuten. Um das Knusperhäuschen zu basteln, brauchen Sie nun den oben beschriebenen gebackenen Lebkuchen. Dieser sollte noch heiß sein. Sie legen die fertigen Schablonen auf den Lebkuchenteig und schneiden die Formen aus. Achten Sie darauf, dass Sie von allen Seiten die doppelte Ausführung haben. In der Zwischenzeit schlagen Sie 2 Eiweiße mit Puderzucker und rühren daraus einen dicken Guss. Diesen können Sie zum Beispiel in einen Spritzbeutel füllen, um damit alle Teile des Häuschens zu befestigen. Lassen Sie auch das fertige Häuschen ca. 30 Minuten trocknen, bevor Sie anfangen zu dekorieren. Nun können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Verzieren Sie das fertige Knusperhäuschen mit reichlich Zuckerguss, Gummibärchen, Smarties und allem, was Ihnen einfällt. Lassen Sie das fertige Knusperhäuschen dann noch ein wenig trocknen. Viel Spaß damit!